Was bedeutet Europa für uns alle? Sind es die Roaming-Gebühren, die wegfallen? Ist es der Euro? Ist es die grenzenlose Freiheit, dass man einfach studieren kann, auch wo man will? Oder ist es vielleicht sogar die beinahe 80 Jahre Friedensdividende, die ja auch nicht selbstverständlich ist, denn der Krieg in der Ukraine, wie auch der Terrorangriff der Hamas im Oktober letzten Jahres, haben uns vor Augen geführt, dass Frieden und Freiheit nicht selbstverständlich ist. Selbstverständlich ist aber, dass es in euren Händen liegt, der zukünftigen Generation. Deshalb bringt euch bitte ein. Im Übrigen warten tolle Preise. Beispielsweise der erste Preis ist eine Reise nach Brüssel, wo ich mich sehr freuen würde, die Gewinnerin oder den Gewinner persönlich begrüßen zu dürfen. Macht mit beim Schreibwettbewerb. Bayerischen Jugendpreis 2024, setzt euch dafür ein. Vielen Dank.